Ja, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich, wie jedes Mal, auch Aerodrome zu einem neuen Part Pokémon Weiß-Edition mit dem Zwergenfürst zum 8. Part, wenn ich mich nicht komplett irre. Oder ist es schon der 9.? Ja, ist ja auch egal. Zu einem neuen Part Pokémon Weiß-Edition mit dem Zwergenfürst. Sicher, dass die gegen uns kämpft. Aber gut, heute werden wir unser Team ein wenig trainieren und ein drittes Teammitglied fangen, im besten Falle. Und dazu sprechen wir erstmal mit dieser Madame hier. Gehst du weiter in den ewigen Wald oder zum Trainingsfelsen? Naja, wenn du nicht stark genug bist, könnte beides eine Sackgasse sein. Und ja, ich hatte recht, sie fordert mich heraus. Ich habe das Ganze nämlich schon mal vor einem Jahr oder zweien schon mal komplett durchgespielt. Das Let's Play ist nicht blind. Deshalb, so, ich sag's mal so, kenne ich mich ein klein bisschen noch darin aus. So. Es ist halt ein, zwei Jahre her. Dementsprechend habe ich grobe Sachen auch schon vergessen. Ich meine es natürlich andersrum. Ich habe die feinen Sachen schon vergessen. Grobe Sachen habe ich mir noch gemerkt, aber so die Feinheiten sind halt durch die Zeit jetzt nicht mehr ganz so präsent. Na sowas, du bist ja richtig stark. Zwergi gewinnt 600 Pokédollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen die Schwester hervor. Sieht doch ziemlich sehr wie eine Schwester aus dem Pokémon Center aus. Oder meint ihr nicht? Du bist richtig stark. Dann werde ich mal dafür sorgen, dass dein Pokémon-Team geheilt wird. Genau. Das ist doch eine Nurs. Die Nurse Joy hier, wie sie den Pokémon-Filmen heißt, die ich nie geguckt habe. Leider habe ich die nicht geguckt. In der Nähe des ewigen Waldes gibt es viele Pokémon mit Attacken, die einen vergiften oder paralysieren. Wenn du meine Hilfe brauchst, dann sprich mich einfach an. Okay, mache ich. Sie lädt also jetzt immer unsere Pokémon auf, wenn wir sie ansprechen. Du bist richtig stark. Dann werde ich mal dafür sorgen, dass dein Pokémon-Team wieder geheilt wird. Macht so. Einwandfrei. Jedes Mal, wenn wir sie ansprechen. Und sagt immer wieder denselben Text. So, fangen wir uns das dritte Team-Mitglied. Das vielleicht hier in diesem Grasbüschel ist. Nein, ist es nicht. Fehlalarm. So. Wir fliehen direkt. Was wir gesehen haben aber, ist, dass es hier, wie es aussieht, so gelevelte Pokémon gibt, dass die in unser Team passen. Also hier haben wir ein Praktibike Level 13. Das passt durchaus. John ist zwar Level 19, aber passt voll rein. Aber wie ihr ja im letzten Part erfahren habt, suchen wir etwas anderes. Ein anderes Pokémon. Kein Praktibike. Ja. Die Sequenzen dauern immer so lange. Naja, kürzer als eine Pokémon-Sonne. Aber trotzdem noch lang genug. So, der von uns heraus, ja, macht er. Und dann trainieren wir mal ein bisschen in dem Kampf gegen ihn. Alles klar, ich bin zu allem entschlossen. Lass uns kämpfen.
Puh. Ja, weiter konnte ich nicht lesen. Habe einfach nur Puh vorgelesen. Die App, die ich mal im letzten Test hatte. Zwergi hat das Item gegen Gift gefunden und es in seiner Medizintasche verstaut. So finden wir hier irgendwo noch das gesuchte Pokémon. Oder wird das heute nichts? Hier haben wir auf jeden Fall noch ein Item. Ein Supertrank. Supertrank. So heißt das bestimmt nicht im Englischen. Ganz bestimmt nicht. Und wen haben wir denn hier? Ein Schallquap. Das war dreimal im letzten Kampf gesehen haben. Ja, ich würde mal sagen nein. Aber nein, danke. Besiegt ihr einfach mein Starter-Pokémon. Besiegt ihr einfach mein Starter-Pokémon. Das geht ja gar nicht. Okay, jetzt haben wir nur noch den Lutz. Los, Lutz. Dusigur. Wäre möglich, aber nein. Ich will einen Bisbarg. Gib mir einen Bisbarg. Ich weiß gar nicht, ob hier Bisbargs vorkommen. Schaut gerade nicht so danach aus. Hier gibt es nur Justestos, Dusigurs und diese Schallquap und noch ein anderes Pokémon, was ich gerade vergessen habe. Dusigur. Ja, können wir uns auch fangen. Später als Flug-Pokémon verwenden. Das ist sehr sinnvoll, das jetzt schon zu fangen, aber... nein, lieber nicht. Ich möchte damit lieber noch warten. Was kommt jetzt jeden Schritt? Ein Pokémon? Noch ein Dusigur. Ah. Nicht so mein Lieblings-Pokémon. Ich muss es mir vermutlich zulegen, weil da haben wir einen TM-Sklaven. So später. Aber jetzt hätte ich gerne so einen Bisbarg. Der ist vom Typ Boden, wenn ich mich richtig informiert habe. Und das wäre dann auch praktisch für die Arena. Das wäre sehr praktisch. Was ist denn hier los mit den Pokémon? Ich meine, es ist ja gut, dass ich irgendwann mal mein Pokémon, nächstes Team-Pokémon finden kann, aber man muss es auch nicht übertreiben, oder? So, nächster Kampf. Da können wir unser Pokémon noch ein bisschen dran stehlen. Dies sind besondere Pokémon, die ich eben gefangen habe. Okay. Das heißt, es ist ein Dusselgur, ein Schallkorb oder sowas ähnliches. Wenn es es gerade gefangen hat, dann kann es kein Toxipet sein. Okay, macht Sinn. Es hat gerade ein Toxipet hier im hohen Gras gefangen. Wir wissen beide, dass es hier kein Toxipet zu fangen gibt. Woher hat der sozusagen sein Toxipet gefunden? Das ist die große Preisfrage. Wo hat der sein Toxipet her? Ja. Mir keinen Bisbarg geben wollen, aber dem komplett random Trainer hier ein Toxipet geben wollen? Ist klar. Okay, ja gut, ich habe kein kampffähiges Pokémon mehr. Ich hätte vielleicht den einen oder anderen Trank mal einsetzen können, aber gut. Gehen wir mal ein bisschen sparsam mit den Tränken um. Auch ein bisschen geizig vielleicht. Wäre vielleicht praktisch in der Arena dann genug Tränke dabei zu haben. Deshalb sage ich nur, so, hier in der Nähe des ewigen Waldes suchen wir weiter nach einem Pokémon, das unser Team ergänzen wird. Hey, du Trainer,
Zeigst du mir mal dein Pokémon-Team? Ach, ich gucke es mir jetzt einfach an. Okay. Grundschülerin. Nee, Vorschülerin sogar. Vorschülerin Gretchen. Fordert dich heraus. Im Baumwoll. Na toll. Ein Baumwoll. Das kennen wir doch irgendwo her. Das Baumwoll. Das hatte ich doch in meinem einjährigen Jubiläumsvideo als Thumbnail benutzt. Was für ein Zufall. So, kann ich gar nicht aussprechen. Manche Pokémon-Namen kann ich selbst nicht aussprechen. Gut, auf jeden Fall Pflanzen-Pokémon macht Sinn. Was nur 52 Pokémon? Gib mir mehr Geld. Ich erpress dich jetzt. Kleine Grundschülerin. Genauso macht man das. Nicht. Frau Schüler Mäxchen. Alter. Ich raub hier einfach. Merkt ihr das? Ich hab das schon mal in einem Part erwähnt. Aber ich raub hier einfach Frau Schüler aus. Ich nehme denen einfach ihr Taschengeld ab. Ihr weniges Taschengeld. Ich frage mich, wieso die überhaupt 52 Pokédollar haben. Ich hatte als Vorschüler noch keine 52 Pokédollar im Portemonnaie. Ja, ist klar, ich hatte Euro im Portemonnaie. Also Runen hatte ich im Portemonnaie. Aber auch keine 52. Insofern ich überhaupt Taschengeld damals bekommen habe. Ich habe mit dem Vorschulalter noch kein Taschengeld bekommen. Das war in meiner Kindheit noch nicht drin. Das war irgendwie. Das habe ich erst später, viel später bekommen. Das ist heute mit der Jugend auch irgendwie. Ja, merkt man auch. Dass ich schon. Ich bin nämlich schon irgendwie so ein alter Opa, die Jugend. Aber es ist irgendwie auch so. Die Kleinen. Es ist nicht die Jugend, um jetzt wie ein alter Opa zu schimpfen. Es sind die Eltern. Ein kleiner Gruß an die Eltern. Warum muss ein 5-Jähriger schon ein Handy besitzen? Ich hab mit ganz spät. Ich hab mit. Wie alt war ich da? Ich hab 2014 mein erstes Handy bekommen. Das war ein Nokia. Ich hab da sogar noch drauf gewartet. Ich hab da in die Zeit gelassen. Ich hab einfach gesagt, es ist nicht nötig. Oder war das schon früher? Ich glaube 2013 war das Nokia. 2014 war dann mein Samsung Galaxy S3 Mini. Und 2016 jetzt mein Samsung Galaxy S5 Mini, wenn ich mich nicht komplett irre. Ich brauche halt sowas. Ich brauche halt kein iPhone 7, um irgendwie glücklich zu sein. Ich komme mit meinem Galaxy Handy komplett zurecht. Warum brauche ein 5 Cluster, wollte ich sagen, aber das ist ja 5 Cluster schon relativ spät heutzutage. Heutzutage sieht man auf der Straße solche kleinen Pupser mit Handys in der Hand, die ich niemals besitzen werde. Ein iPhone 7 werde ich mir niemals leisten. Auch wenn ich mal Geld haben sollte, ich kaufe mir kein iPhone 7. Versteht ihr, was ich meine? Einfach überflüssig finde ich das. Was brauche ich ein iPhone 7?
finde das einfach wahnsinnig übertrieben. Na gut, Konsolen kann man jetzt sagen, was man will. Ja, das ist jetzt ein bisschen was anderes als ein Handy. Aber auch nicht mit 2 bis 5 Jahren. Das bitte euch. Ich glaube, ich habe den Nintendo DS Lite. Den habe ich, glaube ich, 2009, 2010 bekommen. Das ist nicht so lange her. Mit 2, 3, 4 Jahren wusste ich noch gar nicht, was Technik ist so prinzipiell. Na doch, ich wusste schon, aber ich glaube, ich habe noch nie mal Fernsehen geguckt. Ich bin einfach rausgegangen in die frische Luft. Hab in der Sonne gespielt mit Freunden. Ja, damals hatte ich noch welche. Nee, Spaß. Ja, und dann kam ich irgendwann auf die Idee, mir eine Konsole anzulegen und ein Handy zu besorgen, was jetzt im Großen und Ganzen gesehen eigentlich ein Fehler war. Habe ich irgendwann mit YouTube angefangen. Ist gut, ja, man kann es mit 19 Jahren machen, man kann es mit fast 20 Jahren machen, soziale Netzwerke betreiben und ein YouTube-Leben betreiben. Aber ich bitte euch doch nicht mit 5. Man muss sich doch nicht mit 5 Jahren schon die ganzen Hate-Kommentare und den ganzen Müll, der im Internet so vor sich geht, durchlesen müssen. Da ist doch dein Leben versaut, wenn du mit 5 schon den ganzen Hass, den ganzen Müll, der im Internet einfach existiert. Darüber brauchen wir nicht zu streiten. Das Internet ist voll von Hate und Schwachsinn. Das ist einfach so. Und da muss man noch nicht in dem Alter hin. Ich will einfach meine Bark. Ich will heute einen Bismarck fangen. Gebt mir einen Bismarck. Das ist kein Bismarck. Das ist ein Nagelutz. Das war ein Level 8er. Aber gut. Damit musste ich rechnen. Wenn ich jetzt hier auf die Route gehe, das wird jetzt kein Level 15er. Gucken wir mehr. Und vielleicht finden wir hier ein Bismarck. Da ist ein Joklev. Ich glaube, das entwickelt sich mal zu einem Bismarck. Fangen wir es uns. Es ist zwar Level 9, aber ich trainiere es halt. Los, komm! Pokéball oder Superball, Pokéball oder Superball. Ich werfe einen Pokéball. No risk, no fun. Zack. Ich kann es nicht wirklich schaden, weil wenn ich einmal drauf haue, ist das Ding K.O. Ist ein K.O.-Schlag. Ach du Scheiße, ein weibliches Bismarck. Ich wollte ein männliches, aber gut. Ich bin froh, eins zu treffen. Fangen wir uns ein weibliches Bismarck. Joklev, meine ich natürlich. Nö. Schlichtweg, nö. Ich will einfach nicht gefangen werden. Will einfach nicht. Ich hab nicht so viele Bälle, weißt du? Ich versuch's mal mit Deckel, aber dann passiert halt das. Ich kann ihm halt wirklich nicht schaden. Ich hab hier ein 20. Ich hab ein Level 20 Starter-Pokémon. Das geht nicht in Ordnung. Wenn ich hier angreife. Tja, das ist jetzt bescheiden. Ja, was machen wir nun? Hier gibt es scheinbar Bismarcks. Ach, ja, ich spreche nicht immer. Joklevs sind das natürlich. Hier eins. In Ilzebra. Und da sagte ich schon mal im Part, schieß mich tot. Keine Ahnung. In Part
3 oder 4 müsste es gewesen sein. Da sind wir schon mal ziemlich am Ende ein Zebra begegnet. Und da sagte ich schon, ich will kein Zebra als Teammitglied. Schließe ich aus. Wird einfach ausgeschlossen. Gibt's bei mir nicht. Vor sehr vielen Parts. El Zebra, was kommt denn hier mein El Zebra? Ich will ein Yorkless. Gebt mir ein Yorkless. Man. Wir sollten suchen nach einem Yorkless. Oh, ein Yorkless, Level 9 sogar und männlich. Perfekt. Das ist nichts gegen Frauen. Auch nicht gegen weibliche Pokémon. Aber versteht das jetzt nicht falsch. In meinem Männerteam Lutz und Ben möchte jetzt nicht unbedingt noch mehr eine Frau haben. Versteht mich nicht falsch, aber es ist irgendwie, ja, es ist nur falsch zu verstehen, aber der Männerclub muss erhalten bleiben. Was mach ich denn nun? Ich kann nicht mehr Tackle einsetzen. Wenn ich Tackle einsetze, ist das Ding. Ich habe noch einen Superball. Das war jetzt Schwachsinn, den einzusetzen, aber gut. 1, 2, 3. Klappt's? Ja, es hat geklappt. Super hart. Yorkless wurde gefangen. Jetzt müssen wir dem nur noch einen Namen geben. Und Gott sei Dank habe ich mich darauf vorbereitet. Nee, habe ich nicht. So, ich finde, Max ist ein ganz guter Name. Und passt somit auch in die Kette. Ach du Scheiße. Ein Kampf. Je nach Strategie des Trainers können auch untrainierte Pokémon im Kampf ihre Stärke zur Schau stellen. Glaube ich nicht. Glaube ich einfach nicht. Untrainierte Pokémon haben wir im letzten Fall gesehen in der Arena. Kacken einfach ab. So, ein Flecknoil. Armstoß. Zack. Okay, das sieht sehr schlecht aus. Mui? Was war denn das? Eine Nitro-Ladung. Volle Power. Ja, das hat's gebracht. Flecknoil wurde besiegt. Gibt's jetzt eigentlich auch Erfahrungspunkte für den Rest des Teams? Oder ist das hier noch nicht so? Das ist 21? Ja, ist nicht so. Muss ich scheinbar irgendwie vorher auf Platz 1 stellen im Kampf, damit es EP-Punkte kriegt. Das mache ich direkt mal. So. Max ist jetzt auf Platz 1. Ach du Scheiße, schon wieder ein Trainer. Wie habe ich die denn umgangen? Hab ich nicht gegen die gekämpft? Was habe ich denn da gemacht? Seltsam. Nagelotz, okay. Jetzt ist Max hier auf dem ersten Platz. Zack. Yorkless, ich ziehe es zurück. Ich weiß, hab's aus Versehen gedrückt. So, los, Ben. Zack, zurück mit dir. Und schupp, Ben. Rums. Der wird ganz schön schwer. Hast du zugenommen, mein lieber Flink. An ziemlich viel an Körpermasse. Zack, jetzt gibt's aber E-Punkte. EP-Punkte. Erfahrungspunkte. Jo, das gab Punkte. Gibt's jetzt immer noch Punkte? Oder müsste ich den jetzt nochmal reinwerfen? Okay, ich versuch's mal mit Armstoß. Wow! Versuch's mal mit Armstoß. Das war aber sehr, sehr effektiv. Nein, es gibt kein. Es ist so, dass ich den immer wieder mit reinwerfen muss. Anders geht's nicht. So, zurück in die City.
Wir haben uns unser drittes Pokémon gefangen. Wollte ich gerade sagen. Das werde ich jetzt mal ein bisschen offscreen trainieren. Zum Beispiel gegen so ein Level 8 Busigur. Und dann sehen wir uns im nächsten Part mit einem wohl trainierten Team in der Arena von Septerana City wieder und bestreiten dort den neuen Versuch. Was? Flucht gescheitert? Gibt's doch nicht. Schockwelle. Okay, das ist jetzt schlecht. Du bist entkommen. Dankeschön. Wir werden uns im nächsten Part nochmal an die Arena-Leiterin wagen. Ja. Und dann geht's Richtung Ewigen Wald. Und weiter an der Story. Ja. Ich hoffe, euch hat dieser Part nicht zu sehr gelangweilt. Und ihr konntet mir heute ein wenig zuhören bei meinem Gequatsche von unwichtigen Themen. Ich ende hier wieder an der Stelle, wo es aufgehört hat. Ja, Ziel erreicht des Parts. Wir haben ein drittes Teammitglied gefangen und haben ein bisschen trainiert. Ich trainiere offscreen weiter und wir sehen uns, wie gesagt, im nächsten Part wieder. Ein Däumchen nach oben, Däumchen nach unten, je nachdem, wie es euch gefallen hat. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, wenn ihr neu auf der Kanal seid und ja, keinen weiteren Parts mehr von Pokémon Weiße Edition mit dem Zwergfest verpassen wollt. Ja, teilt das Video noch an andere Leute weiter, damit die es auch gucken können und meinem wunderschönen Gesprächen lauschen können, die ich so im Verlaufe dieses Training-Partes vollbracht habe. Und ansonsten gehabt euch wohl, habt noch einen angenehmen, frostigen Tag, haut Renner!